So, heute ist mal Top-Tier-Action mit der Arti und zwar PZH 2000. Und wir sehen schon, ja, da dürfte Spaß aufkommen. Da ist auf jeden Fall ordentlich Wumms dahinter. Was sagen denn die Details zu dieser Selbstfahrlafette? Gebaut als Gemeinschaftsprojekt zwischen Italien, Deutschland und den USA, ist diese selbstfahrende Haubitze als Update des PZH-155-1 gedacht gewesen. Die Produktion der Panzerhaubitze 2000 begann 1998, worauf über 300 Stück gebaut worden sind. Das Fahrzeug wird als eines der mächtigsten Artilleriesysteme seiner Dekade angesehen und ist hauptsächlich in Westasien im Kampfeinsatz gewesen. Ja, wir sehen schon, der Schaden. Naja, gucken wir uns dann natürlich gleich im Spiel an. Anhaltender Schaden, naja, natürlich Schutz, überschaubar, Manövrierfähigkeit. Aber wir sehen uns gleich an, warum sie wohl als eine der meist angesehensten Artis ihrer Dekade angesehen worden ist. Also gucken wir uns das im Spiel an. So, also Karte Roughneck haben wir hier. Wir sind die einzige Arti hier auf unserer Seite. Der Gegner hat auch eine Paladin. Also gucken wir mal, wer von uns beiden da den besseren Support fürs Team darstellt. Ich streng mich natürlich an, dass ich hier mein Team ordentlich zumindest so in die Bresche springen kann, dass ich dementsprechend unterstützend wirke. Bin schon ganz nervös. Top-Tier-Arti ist natürlich schon immer so eine Nummer. Erstmal noch ein Stück zurück. Na, wer kann seinen Rohr am höchsten drehen? Ganz gleich. So, Kartenrand angekommen. Und wie gesagt, einfach, dass ich hier so dementsprechend... Oh, ich sehe schon, mein Team, das teilt sich hier so auf, wie ich es jetzt gerade nicht gern habe. Dementsprechend fahre ich jetzt auch mal darüber. Also, wie hier schon gepinkt wird, die A-Linie ist sehr reduziert. Jetzt wäre der M1A1 da zwar rübergefahren. Ah, da fahren jetzt zwei sogar. Aber wie gesagt, da so ein bisschen. Jetzt aimen wir hier mal ein. Der erste bleibt dann da stehen. Und jetzt wird aber hier schön schnell bewegt. Also ich bin natürlich jetzt offen für die gegnerische Arti. Besonders im Reload bin ich da ein dankbares Ziel. Da nochmal ein paar Treffer gelandet. Jetzt kommt mir hier ein Wiesel sehr, sehr nahe. Ich hoffe mal, mein Team passt auf die auf, weil ich würde hier gern weiter supporten. Sehen schon, da kommen die ersten Schüsse. Jetzt bin ich auch schon erst spät. Da ist das Wiesel. Daneben geschossen. Und zerstört. Jetzt aber hier schnell mal weg. Hoffentlich schaffe ich das, bevor hier mich die Arti erwischt. Aber es sieht gut aus. So, und jetzt halte ich mal darauf.
weil ich jetzt einfach da mal so mal ein bisschen Ruhe haben will. Und wir bewegen uns, wir bewegen uns. So, also ich bin hier schon ganz schön fleißig, das kann man ganz klar sagen. Jetzt kann ich hier die beiden dann gleich in die Seite geben. Der hat nochmal ganz gut getroffen, der letzte. Jetzt haben sie da vorne die ausgeschaltet. Also bisher läuft es echt ganz ordentlich. Jetzt hier der Leo. Na, der hätte natürlich alles ein bisschen mehr noch treffen dürfen. Da jetzt der... So, hoffentlich kriege ich ihn weg. Ja, zerstört habe ich ihn. Also ich muss sagen, mir macht die Art hier in dem Spiel definitiv mehr Spaß als bei World of Tanks. Ganz, ganz klar. Yep. Muss ich jetzt, wie gesagt, aufpassen, wie ein Schießhund hier. So. Und auch du bist weg. Nee, doch nicht. Hatte ich jetzt gerade irgendwie falsch gesehen. Aber jetzt soll es klappen. Ja. So, der ist jetzt für mich leider nicht erreichbar. Auch nicht mit viel Splash oder viel gutem Willen. Deswegen werde ich mich jetzt hier mal in Gänze umstellen. Haben sie den aufgeraucht, sehr gut. Ja, der ist leider zu weit weg. Ne, beziehungsweise da steht was im Weg, so ist es richtig. So, jetzt hier war die Arti zuletzt. Mal schauen, ob sie nochmal da sich irgendwie aufdeckt. Würde mir ja sehr gut gefallen.
Jetzt ist zumindest mal schon der letzte T-80 gefallen. Jetzt nur noch hier der. Die AT. So, jetzt bewegt sie sich schon dementsprechend. Jetzt habe ich sie natürlich zwar bedingt getroffen, aber jetzt weiß sie auch, wo ich bin. Sieg! Da hat mein Team fertig gemacht und 4 Kills. Ich glaube, das ist sehr ordentlich. Und ich bin mal sehr gespannt, was es für die Runde denn so gab. Aber es dürfte wohl schon einiges an Schaden gewesen sein und auch einiges an XP und Credits. Schaden, also ganz klar, so viel habe ich noch nie gemacht. Treffe mindestens 80 von 10 oder mehr Schüsse mit potenziellen Schaden von mindestens 1000. 201.000 Credits mit Premium 8109 XP. Also hier habe ich wirklich mein Team getragen. Schaden bin ich aber mit weitem Abstand auf Platz 1. Also das lief wirklich sensationell gut. XP auf Platz 2 und hier die Details nochmal. Also mit der Runde kann ich aber sowas von zufrieden sein. Ja, ich hoffe, euch hat die Runde mit der AT gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.